Hallo ihr Lieben, recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Online-Bibelschule zu dem Thema Evangelisation. Solltest du den ersten Teil noch nicht geschaut haben, kannst du ihn dir anschauen auf dem YouTube-Kanal und kannst dort sehen, worüber ich das letzte Mal gesprochen habe. Es gibt jetzt mittlerweile einige Videos im Zusammenhang mit der Online-Bibelschule. Hier nochmal vorab kurz eine kleine Erklärung. Diese Online-Bibelschule besteht aus verschiedenen Fragmenten. Nummer eins ist, dass ich einmal die Woche freitags bis 8 Uhr deutsche Zeit ein Video poste oder manchmal ein Video auch live mache in Bezug zu verschiedenen Themen im Rahmen der Online-Bibelschule. Diese Videos stehen offen für jeden. Dann für alle, die sich mit E-Mail anmelden bei angela@stephandries.de. Ich wiederhole, angela@stephandries.de. Ihr bekommt dann zu den Videos noch die Notizen dazu gesandt, damit ihr es selbst noch ein wenig nachstudieren könnt, weil ich oft manche Bibelstelle unter Zeitgründe auch schnell nennen werde. Zum anderen bekommt ihr dann auch noch Informationen über extra Webinars, die für die Leute sind, die sich mit E-Mail angemeldet haben. Ihr bekommt dann auch Informationen, wo wir live auch Veranstaltungen haben, Seminare, Konferenzen, Schulungen, und wir werden euch auch zwei Präsenztage oder Wochenende anbieten, wo jeder, der die Schule besucht, zusammenkommen kann und wir gemeinsam in der Gegenwart des Wortes und des Heiligen Geistes vor unserem Gott stehen, um zu empfangen und zugerüstet zu werden für diesen wunderbaren großen Auftrag, die Liebe unseres Vaters in dieser Welt zu zeigen. So, bitte, falls du dich noch nicht angemeldet hast, die E-Mail, bitte eine E-Mail. Ich möchte dabei sein bei der Online-Bibelschule. Angela@Stephan, mein Name, S-T-E-F-A-N, Dries, mein Familienname, alles klein geschrieben, Dries.de. Gut, ihr Lieben, also heute geht es weiter mit dem Thema Evangelisation, bevor wir dann die nächsten Male in dieses wunderbare Thema des Heiligen Geistes hineintauchen werden. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass es mittlerweile Statistiken gibt, dass die meisten Leute zum Glauben kommen durch persönliche Evangelisation. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, auch was heißt es wirklich auch von Neuem geboren zu sein, sich zu Jesus zu wenden. Was heißt es, ist man durch das Übergabegebet wirklich schon gerettet oder nicht? Wir werden mal da ein ganzes Thema dazu im Rahmen dieser Schule machen, dass wir darüber sprechen. Einmal gerettet und dann für immer gerettet, oder wie es die auch die eine andere Seite gibt, die von der Schrift her belegt und glaubt, man kann auch seine Errettung verlieren und nicht gerettet sein, selbst wenn man angefangen hat, mit Jesus zu gehen. Natürlich würden jetzt viele antworten, nein, nein, ganz klar, einmal errettet, immer errettet. Oder manche würden sagen, nein, nein, ganz klar, dass man kann. Wichtig ist, dass wir uns die Schrift dazu anschauen, und wir werden eine extra Schulung dazu machen, wo wir uns beide Seiten, beide Argumente zu anschauen. Aber heute geht es darum, ich glaube, wie in allen Bereichen, dass das beste Vorbild für irgendeinen Dienst, ob er das Dienst der Propheten ist, der Evangelisten, des Hirten, des Lehrers oder des Apostel, des Gesandten, um neues Land für das Königreich Gottes einzunehmen, um mit in einem Team Reich Gottes zu bauen, nicht auf Steinen in erster Linie und Gebäude, sondern, wie die Schrift sagt, auf lebendigen Steine, indem man Nachfolger Jesus hervorbringt als Frucht. Aber wir wollen uns Jesus als Vorbild nehmen. Matthäus 4, Vers 19. Und er spricht zu ihnen, und das ist Jesus, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Alleine die Bereitschaft, ihr Lieben, dazu ist gefragt. Einfach die Bereitschaft. Jesus sagt nirgends, kommt in die Gemeinde, kommt zum Sonntagsgottesdienst, kommt zur Bibelstunde, kommt zum Gebetskreis, kommt zum Frauenkreis. Und dann werde ich euch zu Menschenfischer machen. Sondern er sagt, kommt mir nach. An einer anderen Stelle heißt es, und er berief sie, damit sie bei ihm
seien. So, das ist unsere erste Berufung, das ist unsere erste Bestimmung, bei ihm zu sein, der nicht nur die Wahrheit hat, sondern die Wahrheit ist, der nicht nur das Leben hat, sondern das Leben ist, der nicht nur Glaube hat, sondern unser Glaube ist, unser Gott kennen. So, es ist sehr wichtig, dass wir Jesus als Vorbild nehmen, dass Dinge funktionieren. Behauptet noch lange nicht, dass die Dinge so Gott gewollt sind. Jesus sagt einmal, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Als die Jünger sich mal beschwerten und sagten, hey, da gehen andere rum und in deinem Namen tun die Zeichen. Und hier ist ein Unterschied, weil an einer anderen Stelle spricht Jesus davon, dass es auch Menschen gibt, die Zeichen tun, die er nicht kennt. Worum es hier geht, ist, es gibt Menschen, die folgen wirklich dem Jesus, dem Auferstandenen, der Schrift nach mit einem Herzen eines Jüngers. Was ist das Herz eines Jüngers? Das Herz eines Jüngers ist jemand, der ihm bewusst wurde, dieser Meister, dieser Lehrer, dieser Gott hat etwas, was ich brauche. Bei Jesus war es, sie sahen zuerst den Rabuni, den Lehrer. Und ich möchte das lernen und ich möchte so werden wie er. Ich bleibe an seiner Seite, um zu sehen, wie er all die Dinge in seinem Leben anwendet. Und ich sehe, was für Entscheidungen er macht und die Frucht dieser Entscheidungen sehe. Das ist wahre Jüngerschaft. Damit gaben die Jünger damals ihr altes Leben auf, ihr altes Wollen. Jesus sagt, folge mir nach, schau nicht zurück. Jesus forderte manchmal sogar jemand auf, verkauf alles und folge mir nach. Das, woran dein Herz lenkt, darfst du nicht in echte Jüngerschaft mit hineinnehmen. Dein altes Leben nimmst du nicht in echte Jüngerschaft hinein. Mit anderen Worten, bevor du Jesus gefolgt bist, hast du die Umstände, dein Leben, deine Kultur, die Medien, alles um dich herum, deine Kinder, nach den Werten dieser Welt, der Kultur, der Schule, wo du warst, der religiösen Erziehung, wo du warst, bewertet. Oder der spirituellen Erfahrungen in der Esoterik, im Okkulten bewertet. Jetzt folgst du jemand anders nach und du sitzt zu seinen Füßen und du lernst von Jesus. Und wenn du Fragen hast, so wie damals, und darum sagt Jesus, es ist gut, dass der Heilige Geist geht, weil Jesus hätte nie die Millionen von Menschen permanent um sich haben können. So, der Heilige Geist ist jetzt in jeder Nation, in jeder Kultur, wo Menschen sich entschlossen haben, in einer Hinwendung durch den Glauben, dass es ist wahr, was Jesus sagt, da gibt es keinen anderen Weg, nun ihm nachzufolgen mit dem Bewusstsein, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns alles gibt, was wir dazu brauchen. Epheser 6, Vers 15 sagt, dass wir beschut sein sollen mit den Füßen der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und das letzte Mal sprachen wir darüber, dass es eine Siegesbotschaft ist, dass es eine Freudenbotschaft ist, dass es eine Kraft ist, Menschen zu erretten, herauszuretten aus gewissen Dingen. So, wir sollen bereit sein. Hier wird von einem, die Schuhe sind die Dinge, die wir tragen, um in dieser Welt voranzukommen, schneller voranzukommen, besser voranzukommen, besonders wenn es steinig ist und die auch unsere Füße schützen. Und so sagt die Schrift hier, an unseren Füßen sollen wir diese Bereitschaft haben, den Leuten zu verkündigen, davon zu erzählen, von diesem Evangelium, von dieser Siegesbotschaft des Friedens. Was ist dieser Friede? Gottes Herz ist uns jetzt zugewandt. Wir waren nicht und werden nie selbst in der Position sein, dass der heilige, so besondere Gott sich uns nähern kann, sondern seine Reinheit, seine Heiligkeit würde sofort uns zerstören, würde uns niederbrennen. Aber jetzt, durch das, dass jemand zwischen uns steht, es gibt keinen anderen Vermittler, dadurch, dass jemand mit uns eins wurde und wir mit ihm, können wir jetzt in dieser Gerechtigkeit, in seinem Recht, in dem Recht von Jesus vor ihm stehen. Gott, der Vater, möchte dich gebrauchen, in der Art, wie du bist. Er hat dich auf eine besondere Art gemacht. Vielleicht bist du mehr eine People-Person, eine Person, die sehr gut mit Leuten kann, die lustig ist, die Gesellschaft liebt. Gott möchte dich auf diese Art gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen, wenn du jemand Kreatives bist, auf diese Art. Das Evangelium kann
auf verschiedene Art verkündigt werden. Und Gott hat dir Gaben gegeben und die darfst du auch benutzen. Manche tun es durch Schreiben. Manche tun es durch Projektmanagement, wo auch immer deine Gaben sind. 2. Korinther 3, Vers 5 plus 6. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden oder befähigt werden, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Fähigkeit, unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch fähig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Nicht des alten Bundes, des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. So im Alten Testament, da war der Buchstabe, ohne den Heiligen Geist kann niemand die Gebote erfüllen, sondern nur durch die Kraft und die Gnade des Heiligen Geistes. Aber die Errettung ist nicht mehr abhängig von dieser Erfüllung, sondern die Errettung ist geschehen durch das, was Jesus für uns stellvertretend getan hat. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Mit anderen Worten, weil Leute oft sagen, wenn jemand das Wort zitiert, oh, du bist gesetzlich, oh, du bist dogmatisch. Nein, wenn das Wort zitiert wird mit dem Leben des Geistes und die Personen nehmen es als solches an, als das Wort Gottes, hat es die Fähigkeit, in ihnen etwas zu beleben oder sie zu reinigen durch das Wasserbad des Wortes, wie es im Epheserbrief heißt. Oder ihnen eine ewige Perspektive zu vermitteln, die das geschriebene Wort nicht kann, weil das geschriebene Wort kann nur durch den Verstand aufgenommen werden. Ich sage nicht, lass das geschriebene Wort. Ich sage, lass dir das geschriebene Wort vom Heiligen Geist erklären, der die Leute ja inspiriert hat. Und es werden keine super tiefe, komplizierten Geheimnisse sein, sondern es werden einfache, klare Lebensprinzipien sein, anwendbar, so wie Jesus es auch tat. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. So, wir sollen von dem sprechen, auf die Art, wie Gott uns gemacht hat, aber nicht in Kompromissen. Wissen ja, unsere Stärken können auch unsere Schwächen sein. Jemand, der Menschen liebt, jemand, der besorgt ist um Menschen, der sich fürsorgt um Menschen, hat die Tendenz, um der Menschenwille gewisse Dinge Kompromisse zu machen. Aber wir können keine Kompromisse im Wort Gottes machen, aber wir können immer Menschen lieben und annehmen. Wir dürfen aber ihr Handeln, wenn es gegen das Wort Gottes ist, nicht bestätigen. Und sie müssen ganz klar erkennen, wir lieben dich als Person, wir lieben diesen Menschen als Person, aber was getan wird, sind nicht die Prinzipien Gottes und wir glauben nicht, dass es lang- oder kurzfristig gut ist und wir wollen damit nichts zu tun haben. Dann erworben, es ist eure Entscheidung, aber bitte drückt es uns nicht auf. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Erkenne, wer du bist. Wenn du in den Bereich Evangelisation hineingehst, musst du wissen, wer du bist, wer dich gesandt hat, was deine Botschaft ist. Das wäre ja wie ein Botschafter von England oder von Amerika oder von Deutschland, der einfach losgeht in die andere Nation, gar nicht richtig weiß, was für ein Mandat, was für eine Autorität, mit was für einer Vollmacht, mit was für einer Handlungsfreiheit er gesandt wird und einfach drauf losgeht. Und dann bei jedem Ding sagt er, ich weiß, ich muss nochmal nachfragen. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Denn seht, eure Berufung, Brüder, und ich sage jetzt hier einfach mal auch uns Schwestern, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, also die Randgruppen, die nicht viel bedeuten vor der Welt, hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande macht. Nichts anderes wird hier gesagt, wie in dem Schwachen und in dem nicht so hoch studierten, eigene Fähigkeiten sich angeeignet, ist es für Gott leichter, die Ehre zu bekommen, wie bei den Menschen, denen viel gegeben wurde oder die auch ihren Verstand trainiert haben und vieles in eigener Kraft getan haben, weil die oft eher die Ehre auf ihre eigenen Fähigkeiten beziehen. Das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Das, was vor den Menschen schlauer sieht. Das, was vor dieser Welt vergöttert wird. Oh, Doktor so und so, Professor so und so. Es gibt wunderbare Doktortitel,
wo Männer und Frauen Gottes auch haben. Aber du merkst schon auch, wenn sie das verstehen, dass es am Ende nicht darum geht, was wir wissen, sondern einfach auch eine Fähigkeit ist, die Gott ihnen gegeben hat, um zu lehren oder ihnen gewisse Türen aufzumachen, werden sie andere auch nicht herablassend irgendwie behandeln, sondern auf die richtige Art begegnen. So dass niemand sich vor Gott seines Fleisches oder seiner Fähigkeiten rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. So Jesus ist jetzt unsere Weisheit, heißt dort. Jesus ist jetzt unsere Gerechtigkeit, heißt dort. Gerecht heißt, da ich bin freigesprochen. Ich kann jederzeit vor Gott kommen, ohne ein Gefühl der Ablehnung, ohne ein Gefühl der Scham. Und Heiligkeit ist er uns geworden und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich jetzt jemand rühme, der rühme sich des Herrn. So mit anderen Worten, wenn du groß angeben willst und sagen willst, hey, guck mal, was da dann sollst du das in Bezug auf Gott tun, wenn du richtig verstanden hast, was Gott eigentlich für dich getan hat. Und ich glaube, dann wird auch Evangelisation ganz natürlich von uns fließen. Wir kennen unseren Vater im Himmel. Wir sind stolz, solch einen Vater zu haben. Ein reiner Stolz, eine Ehrerbietung bezüglich seiner Größe, seiner Macht. Er ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir wissen, er hat uns begabt. Wir wissen, wir haben sein DNA. Wir wissen, alles, was wir jetzt können, können wir durch ihn. Dafür sind wir dankbar. Und darum vertrauen wir auch, dass alles möglich ist, weil wir Gott vertrauen. Epheser 2, Vers 1 bis 10 spricht davon, dass wir keine Vorleistung erbracht haben. Dass wir beschenkt sind und Teilhaber seiner Reichtum sind. All das müssen wir wissen, weil wir das Evangelium verkündigen. Wir müssen es auf die richtige Art verkündigen. Wir sind keine Salespeople. Wir sind keine Verkaufsleute, die das Ding an den Mann bringen müssen, um am Ende eine gute Provision zu kriegen. Das Evangelium ist zuerst für dich, dass du es verstehst, dass es durch dich sichtbar wird, diese Macht, diese Siegesbotschaft und dann an alle anderen. Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. So, wir sind jetzt gesandt von ihm, heißt dort, an der Stelle von Christus, der nun auf die gleiche Art durch uns ermahnt. Und jetzt bitten wir für Christus, heißt 2. Korinther 5, Vers 20, bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. So, Gott tut es durch dich. Und dann werden die Leute sagen, ja, was meint ihr mit Versöhnen? Ich habe nichts gegen Gott. Und dann müssen wir fähig sein zu erklären auf eine Art, dass die Leute es verstehen, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, was es bedeutet. Okay, wir haben einige Vorbilder da auch, zum Beispiel Ananias in Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 11 und Vers 15 und 17. Dort spricht davon, dass da ein Jünger in Damaskus war mit dem Namen Ananias. Und da sprach der Herr zu ihm, und er sagte dann, Herr, hier bin ich. Und er sagt, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird. Mit anderen Worten, Gott möchte, dass du verfügbar bist jederzeit und nicht in deiner Gebetswelt eingeschlossen, dass er dich gar nicht benutzen kann. Steh auf und gehe. Ich sage, Herr, hier bin ich. Und dann gibt er ihm klare Anweisung, geh in diese Straße, die wird gerade genannt. Und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn ich sage dir, sagt die Schrift dort, er betet. Und der Herr sprach, geh hin, denn er ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen zu den Nationen als zu Königen und zu den Söhnen Israel. Und Hananias, der von Saulus gehört hatte, sagt auch zu Gott, Herr, bist du dir das sicher, mit anderen Worten. Aber Hananias ging dorthin, er ging hin und legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus. Er wusste, Jesus hat ihn gesandt. Der Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt wirst. So, was wäre passiert, wenn Ananias nicht gegangen wäre? Könnte es sein, dass irgendwo da draußen jemand wartet? Ein Saulus, der ein Paulus werden kann, der Nationen erschüttert mit dem Evangelium, weil du zu beschäftigt bist mit deiner Anbetung und Gott nicht sagen kann, geh dort und dorthin. So, sei verfügbar, darum geht es. Und dann liest man noch die Geschichte in 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1 bis 4. So, wir können die Adresse bekommen. Du kannst einen Ort bekommen. Es kann ein Impuls sein, wie es bei mir auch manchmal war, wo ich
Aber ich empfinde, dass der Geist Gottes mir sagt, geh in die Fußgängerzone, geh an den Ort, wart an den Bahnhof, war dort. Und ich habe verschiedene Erlebnisse gehabt mit Leuten, die dann kamen, denen ich das Evangelium sagen konnte. Und oft musst du gar nicht viel machen, du bist einfach verfügbar und du kommst in ein Gespräch und die Leute sind offen dafür. Und deren Herz ist bereitet, weil es eines der Werke ist, das Gott zuvor bereitet hat. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 40 bis 45. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist der Christus. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird mit Stein oder Fels. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. So Jesus sagte den Leuten, folge mir nach. Der sagt ja nicht, bitte betet ein Übergabegebet. Bitte bete mir das nach. Sondern unsere Botschaft sollte sein, da ist ein Angebot des Friedens vom Himmel. Da ist ein Angebot der Gemeinschaft mit einem wunderbaren Gott, der seine Liebe gezeigt hat in Jesus, dass er bereit ist, sein Herz ans Kreuz zu nageln. Und jetzt möchte dir ein Leben zeigen, eine Lebensqualität, die aber eins erfordert von dir. Lerne von ihm, folge ihm nach, mach ihn und seine Prinzipien, seine moralischen Wertmaßstäbe, seine Werte als das, was wichtig ist in deinem Leben, weil du glaubst, dass er besten weiß, was gut für dich ist. Und das Schöne ist, dass du es noch nicht mal selbst tun musst, sondern während du dich auseinandersetzt mit seiner Wahrheit, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, wird der Heilige Geist dir ein Wollen und ein Vollbringen geben. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Moses im Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und wir sehen auch dort, Jesus kommt dann und sagt auch Nathanael, dass er ein gutes Herz hat, obwohl er vorher noch zu den Jüngern sagt, was kann schon Gutes kommen. 2. Mose 3, Vers 10 bis 12, Moses wird zum Pharao gesandt, auch hier, und 2. Mose 3, Vers 13 bis 14. Schaut euch das mal an, wo Gott auch zu Mose sagt, ich bin der, ich bin bei dir. Mit anderen Worten, Jahwe, der ewig Existierende, der Gott, der immer war und der immer sein wird, der ist mit dir. Vor wem sollst du dich fürchten? So ist wichtig zu wissen, wer mit uns ist. Und dann natürlich 2. Mose 4, Vers 10 bis 13. Moses bringt wie viele von uns eine Ausrede, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Das ist sehr interessant, weil Moses war eigentlich ein studierter Mann im Haus des Pharaos aufgewachsen, lernte er Kommunikation, lernte er Rhetorik und nach 40 Jahren Wüste, war ungefähr 80 dort, als dann seine Berufung in eine Sendung überging, dass Gott sagte, geh jetzt, war an einem Punkt, wo er so in der Wüste, in der Einsamkeit war, dass alles, was er gelernt hatte, er entlernt hatte und nun an einem inneren schwachen Ort war, wo er Gott brauchte. Und Gott spricht zu ihm. Wer hat den Menschen den Mund gemacht? Wer hat dir überhaupt diese Öffnung gegeben, dass du sprechen kannst? Und wer macht stumm oder taub? Wer macht sehend oder blind? Bin nicht ich das, der Herr? Mit anderen Worten, sollte es doch nicht schwer sein, dass ich dir Worte gebe? Es liegt doch nicht an dir. Und nun geh hin. Und ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch durch wen du willst. Siehst du, das Problem war nicht wirklich das Reden, sondern das Problem war, er wollte nicht gehen. Er wollte nicht gehen, weil er hatte seine Berufung begraben. Er hat ein neues Leben begonnen. Leute, es gibt keine Ausreden. Er gibt dir sein Wort. Er gibt dir sein Wort. In Apostelgeschichte 11, Vers 13 bis 15 sehen wir, dass auch Petrus gesandt wird in das Haus von Cornelius. Und Gott spricht vorher zu ihm, so Gott bereitet alles vor. Matthäus 16, Vers 20. Jesus sagte,
ihr zieht aus und ihr predigt über alles, heißt jene zogen aus und der Herr wirkte mit und das Wort bestätigte er. Warum? Weil er es gesagt hat. Wenn wir das predigen, was er gesagt hat, bestätigt Gottes Wort mit Zeichen, die folgen. Römer 10, Vers 13, 15 und 17. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und wie sollen jetzt die Leute ihn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? So mit anderen Worten, wenn du gehst nicht aus dir selbst, du gehst nicht, weil du gerne einen neuen Dienst haben willst, du gehst nicht, weil du dich selbst groß tun willst, sondern du gehst zuallererst, weil die Leute ansonsten, wenn sie nicht von diesem Gott hören, gar nicht anfangen können zu glauben. Es ist in jeden eine gewisse Suche hineingelegt. Und wenn du das Evangelium richtig verkündigst, am richtigen Ort, wo du hingesandt bist. Du musst gesandt sein an diesem Ort. Und wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. So, hier wird aber vom Glaube gesprochen, auch der Menschen dann zu bringen, Jünger Jesu zu werden. Und wenn wir wissen, es sind die Worte Jesu, die wir tragen, dann wissen wir auch, dass wir die mit Ehrfurcht betrachten müssen, dass wir die nicht verändern dürfen und dass wir letztendlich nur Träger seiner Worte sind und es sagen müssen, ob es den Leuten gefällt oder nicht, was Jesus gesagt hat. Und dann ermutigt uns Jesus und sagt in Matthäus 10, Vers 19 bis 20, und wenn sie euch dann überliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr reden sollt. Denn er wird euch in jener Stunde gegeben werden, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr werdet die Rede sein, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. So, der Geist Gottes wird in dem Moment, wenn du Stellung nehmen musst, wenn du angeschuldigt wirst, wenn du vielleicht sogar vor Gericht geschleift wirst, Jesus sagt, sorgt euch nicht darum, solange ihr für mich gegangen seid, solange ihr das wahre Evangelium verkündigt, solange ihr der Sendung des Geistes folgt, er wird euch dann die Worte in den Mund geben. Warum? Weil ihr gelernt habt, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. So. So, die Bausteine. Das, was wir mit uns tragen, ist, wir sind gesandt von Gott mit der Hauptbotschaft von Jesus Christus, der sagte, lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe, und lehrt sie es zu bewahren. Wir sind gesandt zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Manchmal sind es spezifische Berufungen zu einer Volksgruppe, zu einer Nation, zu gewissen Gruppen in der Gesellschaft. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und doch sollten wir jederzeit fähig sein, die gute Botschaft Rechenschaft von dem abzulegen, mit anderen Worten zu sagen, warum wir glauben, was wir glauben. Eigentlich durch unser Zeugnis, sagt die Bibel, überwinden wir die Angriffe des Feindes. Widerstehen wir dem Teufel und dem wir unser Leben Gott hingeben und durch das, was das Blut Jesu getan hat. Aber hier geht es um viel mehr. Du musst wissen, wenn du selbst nicht weißt, was das Evangelium beinhaltet. Und das Evangelium beinhaltet auch echte Umkehr, echte Buße, Übereinstimmung, Einswerden mit Gottes Wegen und Gottes Idee. Und dann werden wir richtige Zeugen sein. Und dann heißt es, gibt er uns seine Kraft und Ausrüstung als Jünger Jesu. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in ihren Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Matthäus 10, Vers 1 plus 8. Und als er seine 12 Jünger herausgerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das Potenzial ist in ihnen. Und dann sagt er noch, heilt die Kranken. Weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt Dämonen aus. Und das tut umsonst. Verlangt nichts dafür. Ihr habt es umsonst bekommen, diese Kraft. Ihr dürft nichts für diese Kraft. Ihr dürft diese Kraft nicht in den Dienst des Mammons, des extremen Wohlstandsevangeliums, zu eurem eigenen Nutzen hingeben. Lukas 10, Vers 17 bis 19.
Das ist die Geschichte, wo die 70 losgehen. Und sie kommen mit Freuden zurück und sagen, Herr, 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 die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wie jemand, der mal schießt mit dem Revolver und sagt, wow, das funktioniert wirklich. Und Jesus gibt ihnen dann ein super Teaching. Weil sie waren begeistert, dass die Dämonen untertan sind ihnen. Und Jesus sagt, ich sah Satan, den Chef der Dämonen, der mächtigste von diesen Gefallenen, der ein Erzengel war, Luzifer. Ich sah ihn wie ein Blitz vom Himmel fallen, mit anderen Worten, wie der aus dem Himmel rausgeschmissen wurde. Kein Widerstand, keine Möglichkeit. Und er sagt, und jetzt guckt mal, euch habe ich die Macht gegeben. Er hat sie uns gegeben, auf diese Schlangen und Skorpione zu treten, Bilder für dämonische Kräfte. Und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. So Satan hat Kraft und Einfluss in dieser Welt, wo Menschen sich entschieden haben, seiner Lüge mehr zu glauben wie der Wahrheit Gottes. Zum Teil manchmal, weil sie die Wahrheit noch nicht gehört haben oder er ihnen eine Fake-Kopie einer Wahrheit vor Augen geführt hat, die letztendlich wirklich eine Lüge ist. Dieses Wort Dämonen austreiben kommt von dem Wort Ekballo, herauswerfen. Herausholen, herausstoßen. Da haben wir das Wort Ekball von, ne? Ekballo im griechischen Wort. So, sie werden herausgeworfen, sie werden herausgestoßen. Es ist die Kraft Gottes, die sie tut, nicht nur Formen, nicht was du sagst in erster Linie, sondern weil ein echter Jünger Jesu kommt, beauftragt mit der Botschaft des Evangeliums, der hier jetzt demonstriert, Evangelium heißt, du wirst auch frei von Süchten, von dämonischen Kräften. Apostelgeschichte 1, Vers 4 plus 5. Dass wir nicht uns bewegen sollen, in irgendeine Richtung gehen, bevor nicht die Verheißung des Vaters, welches der Heilige Geist, dass ihr begleitet seid mit Kraft aus der Höhe, ihr werdet dem Heiligen Geist getauft werden. Das werden unsere nächsten Themen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dieser Dienst von Jesus, wir sahen auch dieses Erfüllung schon. Wir sahen, wie ein Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist aussah. Lukas 3, Vers 22. Dort sehen wir, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Wir sehen Lukas 4, Vers 1, dass der Heilige Geist von da an, als er aus der Wüste kam, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste, aber er kam in der Kraft aus der Wüste. Bis dahin hat er keine Wunder getan, hat danach tut es. Lukas 4, Vers 14 spricht über Fasten und Beten. Und Lukas 4, Vers 18 spricht dann darum, wo er sein Statement gemacht hat, nachdem diese Kraft auf ihm jetzt war, in einer Form, dass er mit Kraft begleitet war, sagt er, darum bin ich gekommen, Lukas 4, Vers 18. Den Gefangenen zu sagen, die Kerkertüren sind offen. Und so weiter und so fort. Er wirkt durch uns, durch diese Dynamiskraft. Es ist eine nicht endende Kraft, die durch uns fließen kann. Es ist eine Kraft, die Übernatürliches bewirkt. Markus 5, Vers 30. Die Kraft Gottes, Wunderkraft, Werke zu tun. Macht hat, Matthäus 11, Vers 20. Dort ist es Plural von Dynamis. Das sind verschiedene Kraft- und Machttaten, die dort geschehen sind. Diese Kraft ist mit uns, wenn wir warten, bis der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Und darum war es oft etwas, was sehr schnell geschah. Tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesus und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann wurden sie der Gemeinde hinzugetan. In dem Moment, wo jemand ein Jünger Jesus war, war er der Gemeinde hinzugetan und er wurde angetan mit dieser Kraft, sodass er jetzt wieder die Möglichkeit hatte, wo er war, ein Zeuge Jesus zu sein. Es nimmt die ganze Verantwortung von dir. Es ist nicht deine Verantwortung. Deine einzige Verantwortung ist, steh auf und geh. Geh. Sprich. Tue. Es auf Grundlage dessen zu wissen. Gott sagte, ich bin der ich bin. Ich habe den Mund gemacht, ich habe die Hände gemacht, ich habe die Sterne gemacht, ich habe das Universum gemacht. Ich bin mit dir. So in Apostelgeschichte 4, Vers 8 sehen wir, dass da Kühnheit dadurch auf die Leute kam. Wir sehen in Matthäus 4, Vers 1, wie sie geführt und geleitet werden von diesem Heiligen Geist.
Und wir werden mehr darüber sprechen das nächste Mal. Wir haben begonnen in dieser Schulung in Teil 1, dass Jesus sagt, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind nicht viele. Ein bekannter Prediger in Amerika, in England, Knox, stand vor Gott und sagte, gib mir England oder ich sterbe. Psalm 2, Vers 6 bis 8. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Vorher heißt es noch, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lass mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Die Felder, ihr Lieben, sind weiß zur Ernte. Ihr Lieben, heißt das, dass jeder von uns Nationen fordern kann? Jeder von uns kann für Nationen beten. Natürlich, wir können Gott um eine Last bitten für gewisse Nationen, vor allem für unsere Nation. Aber nicht jeder ist gesandt zu den Nationen. Nicht jeder hat einen weltweiten Dienst zu den Nationen. Und wir müssen wirklich unser Motiv überprüfen. Warum tue ich, was ich tue? Hat Gott mich wirklich berufen? Johannes 4, Vers 34 bis 38 spricht davon, und auch das ist das Evangeliumleben, dass Jesus sagt, meine Speise, das, was mich zufrieden macht, das, was mich ausfüllt, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. So, Jesus spricht her, sagt er nicht, es ist noch 4 Monate, und die Ernte kommt, so mit anderen Worten, ihr könnt im Natürlichen die Zeitpunkte verstehen und bestimmen. Und wenn ihr das dann sagt, dann bereitet ihr euch darauf vor. Siehe, ich sage euch jetzt, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Mit anderen Worten, schaut euch die Leute an. Denn sie sind schon weiß zur Ernte, diese Felder. Jesus sagt, die Leute haben Hunger. Die Leute, die Ernte ist da. Ihr müsst nur lernen. Als Arbeiter, wie arbeite ich? In wessen Auftrag arbeite ich? Was sind meine Werkzeuge, die ich benutze, um zu arbeiten? Die Geistesgaben, das Wort Gottes, die Führung des Heiligen Geistes, Anbetung, Lobpreis. Was sind spezifische Strategie, um gewisse Dinge zu tun? In Matthäus 9, Vers 37 bis 38 sehen wir das auch nochmal, wo Jesus seinen Jüngern spricht, die Ernte ist reif, die ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Und jedes Mal, wenn Jesus davon sprach, dass der Vater uns alles geben wird, war es immer im Zusammenhang mit der Ernte. Hier geht es nicht darum, dass du dich bereicherst um Jesu Willen. Hier geht es nicht darum, damit du endlich reich wirst, weil alles andere nicht geglaubt hat. Hier geht es nicht darum, dass du die dicke Kohle machst als Wohlstandsprediger. Viele Männer und Frauen, denen es nur noch ums Geld geht, die wurden Diener Mammons und Sprachrohre Mammons, die Geld mehr lieben wie die Wahrheit. Gut. Ich gebe euch in den Notizen, die ihr haben werdet, werden noch einige mehr an Bibelstellen da sein. Weißt du, der Herr gibt dir auch deine ganze Familie. Erwarte, dass du dein ganzes Haus nicht nur den Herrn kennen, sondern ihm auch dienen, wo auch immer Gott deine Familie berufen hat. Das Haus des Kerkermeisters, Lydia, Cornelius, das ganze Haus sind wir immer wieder da auch errettet. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, und hier wird auch von geistlichen Sorgen gesprochen, dass man die Leute füttert und ihnen geistliche Nahrung gibt, für sie betet, wenn sie nicht offen sind. Hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. So, das spricht über das Praktische auch. Wenn du sie nicht versorgst, er hat den Glauben verleugnet. Wenn du deine Position nicht einnimmst, bist du schlechter als ein Ungläubiger. Lukas 14, 16 bis 24. Da spricht Jesus davon, dass ein menschengroßes Gastmahl gemacht hat. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereitet. Und sie fingen an, alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen.
Und wir wissen, dass Jesus dann nochmal losschickt, um die anderen reinzuholen. Also hier auch wieder diese Einladung zum Gastmahl, diese Einladung zum Geschenk, diese Einladung der Gnade Gottes. Und manche haben alle möglichen Entschuldigungen, weil die Annahme der Gnade Gottes bedeutet, dass ich ihm nachfolge, dass ich in sein Haus komme, dass ich mit ihm am Tisch sitze. Lukas 19, Vers 9. Heute, sagt Jesus, diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ganze Häuser, ganze Familien erlebten Errettung, erlebten die Herrlichkeit Gottes, wenn Jesus kam. Ganze Städte in Lukas 19, 41 bis 42. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jesus hat das Herz, er möchte ganze Städte erretten. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Warum? Weil sie Jesus ablehnten. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, durch alle Städte und Dörfer und predigte das Evangelium des Reiches. Nicht das Evangelium der Errettung nur, sondern das Evangelium des Reiches Gottes, da ist ein König. Viele wollen das Evangelium der Rettung, sie wollen errettet sein, aber sie wollen den König nicht regieren lassen. Und dann, als er dieses Evangelium predigte des Reiches, da gibt es einen König, folgt ihm nach, seitens seiner Herrschaft heilte er jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus kümmert es nicht um jeden, Matthäus 9, Vers 12 bis 13. Als er aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geh aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. So, Jesus schaut auch ganz klar, wo ist ein Haus des Friedens? Wo sind Leute offen dafür? Er ging nicht in endlose Diskussionen mit den Theologen, mit den damaligen Theologen, sondern die, die Hunger hatten, zu denen ging er. Die, die ein echtes Bild Gottes brauchten, um dann wirklich zu erleben, Gott ist ja eigentlich gut, der ist ja gar nicht wie diesen religiösen Führer, die auf uns herabschauen, die uns permanent behandeln wie die schlimmsten Sünder. Und diese Ernte muss natürlich dann in die Scheune gebracht werden, was das Haus Gottes ist. Jüngerschaft, weiterhin Jüngerschaft. Ihr Lieben, es gibt zu jedem Herzen einen Weg. Die Frage ist die Art, wie man hinkommt, die Weise, die Strategie. Römer 15, Vers 18 bis 19 sagt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werke. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, ich werde keine evangelistische Zahlenübertreibung machen. 50 waren da, 10 haben die Hände gehoben und haben ihr Leben Jesus gegeben, zumindest mal ein Übergabegebet. Ein Evangelist sagt, oh, es waren 500 Leute da und 100 haben ihr Leben Jesus gegeben. Habt ihr schon gemerkt, Evangelisten sehen ganz anders, viel zu überoptimistisch. Gott spricht er davon, Paulus, der gewirkt hat zum Gehorsam der Nationen, wie gegenüber Gott, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So, hier sagt Paulus, das volle Evangelium ist eine Verkündigung in Wort und in Werk, so das echte Wort bringt Taten mit sich, bringt Manifestationen der Wahrheit Gottes mit sich, braucht keine Manipulation, braucht keine besondere Atmosphäre, braucht keine Vorbereitung durch Musik, kommt durch das Dynamis, durch diese Kraft, die fließt, manifestieren sich die Dinge des Reiches Gottes, wie im Himmel, so auf Erden. Uns wird aufgetragen, Lukas 10, Vers 1 bis 11, dass wir das Haus des Friedens suchen sollen. Hier ist eine ganz klare Strategie und Beschreibung, wie wir evangelisieren sollen. Nachdem bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zu zwei aus, vor sein, also erstmal gar nicht allein zu gehen, wir sollen ein Team haben, das haben auch die ersten Gemeinden so gemacht. Und das Sand und eine Strategie in jeden Ort, Jesus hat sie in jeden Ort, jede Stadt gesandt, wohin er auch noch selbst kommen würde, so den Boden vorzubereiten. Und dann sagte er, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenig. Jetzt bittet den Herrn, also betet,
dass er die Arbeiter aussende. Warum? Weil viele Arbeiter gar nicht wissen, wie sie arbeiten sollen, weil viele Arbeiter gar nicht verstehen, es geht nicht um Beschäftigungstherapie, sondern es geht um richtige Arbeit mit den richtigen Werkzeugen. Und das sagt er, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das heißt, die werden anders sein wie ihr. Und dann sagt er, ihr sollt keine Börse, noch keine Tasche, später sagt er, sie sollen es mitnehmen, noch Sandalen und Christ niemanden auf den Weg. Also ein klarer, zielstrebender Fokus. Ihr sollt wissen, was euer Plan ist. Ihr sollt wissen, was ich getan habe. Lasst euch nicht abbringen. Warum? Leute werden versuchen, dich abzubringen. Du wirst Gespräche haben, die hören sich vielleicht zuerst vielversprechend an, aber sie rauben dir die Zeit und sie rauben dir die Kraft und sie bringen dich ab vom Plan, die Person zu treffen, die wirklich wichtig ist. Und dann sagt er, und wenn dort ein Sohn, also in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst zu Frieden mit diesem Haus. So, die trugen einen Frieden mit sich und das war auch etwas, was ihr Fokus war, Friede in die Atmosphäre, in dieses Haus zu bringen. Friedensboten zu sein. Und wenn dort ein, als mit dem Angebot des Friedens des Himmels auch zu kommen, weil Jesus sagte, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird eure Friede auf ihm ruhen. Mit anderen Worten, wenn jemand da ist, der das will, dessen Herz vorbereitet ist, wird sich auch was manifestieren, wird der Frieden, den ihr tragt. Und hier nochmal, du kannst nur weitergeben, was du selbst in dir trägst. Und dazu muss der Friedefürst der König sein, damit der Friedefürst seinen Frieden wirklich fürstlich in deinem Herzen ausbreiten kann. Und das geschieht durch Gemeinschaft mit dem Wort und dem Heiligen Geist. Und wenn das Person nicht würdig ist, also nicht offen ist, dann wird das, es war nicht umsonst, es wird auf euch zurückkehren. Im Haus aber bleibt, esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, also nutzt nicht die Leute permanent aus und geht hier und dort. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und dann heilt die Kranken. Es ist interessant, dass er zuerst vom Essen spricht. Esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also jede Heilung ist eine Manifestation, eine Deklaration, ein Sichtbarwerden des Reiches Gottes, der Königsherrschaft Jesus. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. So mit anderen Worten, vergiss es, vergiss alles. Staub ist etwas, was ich weiter begleiten kann. Staub ist etwas, was ich beschmutzen kann. Mach, wie wenn es nie gewesen wäre, wie wenn du nie da warst. Vergiss es, ob sie dich beschimpft haben. Vergiss es, ob sie dich abgelehnt haben. Geh weiter, weil du weißt, du hattest das Reich Gottes bei dir. Und sie lehnen das Reich Gottes ab. Und dann geht's weiter. Und in der Stadt kommt Matthäus 10, Vers 11 bis 13, forscht, wer darin würdig ist. Und dann bleibt, bis er weggeht, bei dem, der würdig ist. Also, Gebet, das ist Forschen. Im Gebet forschst du, suchst du den Herrn. Du sprichst Segen aus. Da, bei jemand, der nach dem Shalom, der nach dem Frieden Gottes sucht. Du sprichst dann diesen Segen aus, du bringst diesen Frieden mit den Worten der Gnade, die von Jesus kommen. Es, was euch vorgesetzt wird. Also hier, das ist der Ort der Gemeinschaft, des Zuhörens, des Redens, wo mitgeteilt wird. Hör den Leuten zu. Und dann begegne ihren Nöten. If es Krankheit ist, mit Heilung. Diene den Menschen mit anderen Worten. Und dann sag ihnen, zeig ihnen zuerst, wie das Reich Gottes aussieht. Mit anderen Worten, Gebet, Friede. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, Friede, Führung des Geistes dorthin, Gemeinschaft im Essen, Unterhaltung, Zuhören. Dann das Begegnen der Nöten in der Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Und dann sagt ihnen, und das ist das, was ihr gerade erlebt habt, das Reich Gottes. Und Jesus will dieses Reich Gottes in eurem Haus aufrichten, in eurem Leben. Über Barmherzigkeit, tu gute Werke, heißt es im Wort. So, auch das ist eine Art von Evangelisation und dem Weitergeben des Herzens Jesus, Lukas 10, Vers 29 bis 37. Sei ein Freund der Zöllner und Sünder, aber sei kein Zöllner und Sünder, Matthäus 11, Vers 19.
Die Bibel sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, Leute werden es nicht verstehen, wenn du zu den Menschen gehst, statt zu warten, dass die Menschen kommen und dich anbeten. Ihr habt viel mehr Schriftstellen in den Notizen da. Lukas 15, Vers 1 bis 2. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Wie viel ungläubige Freunde hast du, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du überhaupt noch? Hast du überhaupt noch? Und hast du etwas, wo sie zu dir kommen und hören wollen und Gemeinschaft mit dir haben wollen? Wisst ihr, Freunde hören auf Freunde. Wenn du sie annimmst und erstmal liebst. Jesus hat keine Kompromisse in seiner Botschaft gemacht. Das ist nicht das, was die Schrift hier sagt. Jesus war sehr klar in seiner Botschaft, und er tat das, was er sah, dem Vater tun, aber jeder durfte zu ihm kommen. Aber dann mussten die Leute eine Entscheidung treffen. Seine Botschaft war immer, folge mir nach oder lass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Jesus jetzt in deinem Haus und in deiner Familie sein. Weil Jesus wusste, das ist das Beste und nichts anderes kann er ihnen anbieten. 1. Korinther 9, Vers 19 bis 24. Sei den Heiden ein Heide, ein Jude ein Jude. Aber davon spricht, Paulus spricht davon, nicht, dass wir rumsauen sollen wie sie, nicht, dass wir Götter anbeten sollen, andere Dinge machen, die nicht gut sind vor Gott, sondern er spricht mehr darüber, sie zu verstehen. Verstehe, warum sie glauben, was sie glauben. Verstehe, warum sie es nicht so sehen können. Verstehe, warum die Juden anders das Wort Gottes leben wie die Griechen. Verstehe, warum die Esoteriker anders an das Licht glauben, aber werde kein Esoteriker, sondern sei ein Nachfolger Jesus und hole sie ab, wo sie stehen. Liebe deinen Chef, liebe deinen Nachbarn, weil du selbst weißt, wie es in Römer 5, Vers 8 heißt, dass Gott seine Liebe darin erwiesen hat, dass er Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Nicht, wo wir es gut gemacht haben, als wir noch Sünder waren. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das hat Jesus getan. 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und der Wahrheit. Mit anderen Worten, Johannes, der Jünger, der die Liebe Gottes kannte, sagte, da muss es eine Frucht geben, wenn die Liebe echt ist. So den Nächsten zu lieben, ihn zu segnen, und die Liebe wird ausgedrückt, indem du für ihn betest, deinen Chef, die Angestellten, deine Mitkollegen. Es ist nicht nur dein Arbeitsplatz und Dank sei Gott, dass ich dann wieder in der Gemeinde bin, sondern du trägst sie, du bist die geistliche Leitung dort, du betest für sie, dass du den findest, wessen Herz vorbereitet ist, das Haus des Friedens, das Herz ist vorbereitet ist, wo du kommen kannst und sagen kannst, hier ist das Reich Gottes. Danke, Jesus. Ich möchte nur mal sagen, Jesus sagte, macht Jünger und nicht bekehrt die Menschen. Sollte das Ziel deines Lebens sein? 1. Petrus 1, Vers 9, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen. So, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hast? Würdest du auf Facebook ewig rumdiskutieren, auf YouTube mit den Leuten? Oder würdest du schauen, dass deine Nachbarn und andere davon hören, dass Jesus lebt? Wozu ist Jesus gekommen? Alles, was wir tun, auch Geistesgaben, auch Prophetie, Heilung, alles, muss dazu dienen, sollte ein Werkzeug sein, um die Menschen auf die Liebe Gottes aufmerksam zu machen. Das ist es, was Zeichen sind. Sie weisen auf etwas hin. Da ist ein lebendiger, liebender Gott, der dich nicht vergessen hat. Und dann, wenn wir das tun, sind wir Gottes Wunscherfüller. Gottes Wunsch, tiefes Verlangen ist, wir machen unseren Daddy glücklich. Timotheus 2, Vers 4. 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden? Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle.
So jedes Mal, wenn jemand errettet wird, sagt Jesus, hat gesagt, freut euch, dass die Namen im Himmel geschrieben sind. Wir erfüllen unserem Vater einen großen Wunsch. Wir erfüllen den Befehl unseres großen Generales. Markus 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sind die Rettungsmannschaft, ihr Lieben, der sinkenden Titanic. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wie im Film und wie auf der echten Titanic, die Blaskapelle spielt, um die Panik zu nehmen, um den Leuten bis zum letzten Moment zu sagen, ist okay, wir kriegen alles unter Kontrolle. Dabei war schon klar, dass das Schiff untergeht. Wir sind die Rettungsmannschaft auf der sinkenden Titanic. Und hier noch ganz schnell ein paar Verse, zentrale Verse über das Evangelium. Römer 10, Vers 12 bis 17. Wer mit dem Herzen glaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also mit dem Herzen geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund zum Heil. Das heißt mit anderen Worten, ein Nachreden und Nachbeten errettet dich nicht, sondern wenn du in deinem Herzen verstanden hast, diesen Austausch meiner Ungerechtigkeit, meiner Sündhaftigkeit für die Gerechtigkeit Gottes, nicht mehr ich lebe, sondern lebt er, ich folge ihm jetzt nach. Und dann ist die Frucht dessen, dass ein Bekenntnis aus deinem Mund kommt, das bestätigt, was in deinem Herzen geschehen ist. Es hat nichts damit zu tun, dass man Leute dazu bringt, eine Formel nachzubeten. Die Schrift sagt in Vers 11, dass jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also der ihn glaubt, der ihm nachfolgt, der ihn kennt. Die Schrift sagt in Vers 12, da gibt es keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist der Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Also er ist da für jeden, er macht keinen Unterschied. Und dann kennen wir die Schriftstelle, was heißt, wie sollen in Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, den sie nicht geglaubt haben und so weiter und so fort. Und so ist die Verkündigung, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung durch die Lehre, durch das Wort Christi. Es darf kein anderes Evangelium sein. So zusammenfassend, es gibt keinen Unterschied. Er ist Herr über alle. Er hat genug für jeden. Er ist reich für jeden, der ihn anruft. Er hat genug Errettung. Alles ist getan. Der Reichtum, den in ihm ist, ist da. Und ich rede hier nicht vom materiellen Reichtum an erster Stelle, sondern der Reichtum des Himmels ist für jeden da, der ihn anruft. Und jemand, der ihn anruft, ist jemand, der zugibt, ich brauche Gott. Und jeder, der das ernsthaft tut, wird errettet werden. Und dann sagt diese Schriftstelle, dass manche nicht glauben, weil sie das einfach noch nicht gehört haben auf die richtige Art. Und manche können es nicht hören, weil da keiner ist, kein Arbeiter, der es auf die richtige Art tut, sondern mit eigenen Motiven, seinen eigenen Dienst. Man möchte die Leute in der Gemeinde behalten, man möchte sie nicht verärgern, man möchte sie nicht darauf hinweisen, dass sie ohne Gott verloren sind, man möchte sie nicht darauf hinweisen, dass ein Übergabegebet sie noch lange nicht rettet, sondern dass es Jüngerschaft ist, Jüngerschaft und Jüngerschaft. Wir sind gesandt und wir müssen wissen, wer uns gesandt hat und was unsere Botschaft ist. Weil nur mit der echten Botschaft, mit der echten Sendung zu der echten Gruppe, wo wir gesandt sind, dort bestätigt Gott seine Zeichen und seine Wunder. Ihr Lieben, so viel zu der Lektion heute. Es war Teil 2 im Bereich Evangelisation. Es gibt natürlich noch sehr vieles darüber zu sagen. Es gibt Menschen, die sind gerufen in bestimmte spezifische Bereiche, manche im Bereich der Jugend, dort die Ernte zu holen, Menschen auf die Wahrheit Gottes hinzuweisen und sie mit der Hilfe des Heiligen Geistes ihnen zu helfen, Jünger Jesu zu werden. Manche in dem Bereich bei Kindern, manche zu Familien, manche Ehepaare. Das können gewisse Gruppen in der Gesellschaft sein, Politiker, manche zu Geschäftsleuten. Sehr oft eben Leute, wo Gott dich auch befähigt hat, auch mit den Gaben, die du hast, auf diese Leute einzugehen, mit der Wahrheit Gottes ohne Kompromisse zu machen. Manche in die Kunst, manche in das Performing Arts, in Schauspielerei, wie auch immer, verschieden. Aber überall muss es die gleiche Botschaft sein und keine Verwässerung der Botschaft. Es gibt gewisse Sendungen für gewisse Zeitpunkte, so wie ich jahrelang immer wieder einmal im Jahr
auf die große Esoterikmesse hier gegangen bin, um den Esoterikern, den Suchenden, das wahre Licht darzubringen, auf eine Art, wie sie es verstehen, aber ohne eine Verwässerung des wahren Evangeliums. Und wir sahen Zeichen und Wunder. Wir sahen Leute geheilt, wir sahen Leute freigesetzt, wir sahen Leute, die geistliche Erlebnisse haben, ohne dass wir ihnen erzählten, dass es diese gibt in der Schrift, die plötzlich, wie Schuppen fiel es ihnen von Augen, wie bei Paulus, die plötzlich sagten, wir brauchen nicht mehr zu diesem Geistmedium zu gehen. Wir wissen jetzt, es ist die Wahrheit durch die manifeste Gegenwart des Heiligen Geistes, weil das echte Evangelium verkündet wurde. Wie war es? Die Jünger predigten, die Leute sagten, was müssen wir tun? Tut Buße, glaubt an Jesus Christus und durch den Glauben eine Frucht davon, indem ihr umkehrt, indem ihr übereinstimmt mit dem, was Gott gesagt hat, dass es so ist und dass ihr euer Leben danach ausrichtet, setzt ein Zeichen, dass ihr euch taufen lasst, ganz untertauchen als ein symbolisches, prophetisches Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt, wie eine Art Einweihung in ein Festmachen durch die Symbolik. Ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Nicht mehr lebe ich, sondern ein neuer Stephan und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes, der euch Kraft geben wird, der euch führen wird, der euch leiten wird, der euch Dinge zeigen wird, die ihr jetzt noch nicht versteht, der die Gaben sichtbar werden wird, durchlassen wird durch euch Werkzeuge, die euch helfen werden, den Menschen noch besser zu dienen. Ihr werdet unterscheiden können, wo ist das Haus des Friedens, mit anderen Worten, wo ist ein Herz vorbereitet. Und darüber werden wir das nächste Mal sprechen, über den Heiligen Geist, die Person des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes, was heißt es, erfüllt zu sein mit Heiligen Geist, was heißt es, Feuer des Heiligen Geistes, was ist mit den Manifestationen des Heiligen Geistes? All diese Dinge werden wir über einige Male tun in Bezug auf diese Bibelschule. Gottes Segen euch, ihr Lieben. Und ihr werdet die Notizen bekommen, insofern ihr bei angela@stephandries.de eure E-Mail hinterlegt habt. Wunderschönen Abend noch und Gottes Segen. Das nächste Mal werde ich vielleicht wieder live sein. Diesmal war es nicht live, wurde vorher aufgenommen. Aber Gottes Segen euch.